Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Wochenlegung. Und zwar geht es um die Woche vom 20. bis zum 26.02. So, meine Lieben, ihr seht, ich habe schon ein paar Orakelkarten parat gelegt und wir schauen uns jetzt erstmal an, um was es in dieser Woche geht. Okay, wir gucken jetzt erstmal in die Energien und dann werden wir mit dem Tarot eine weitere Reihe legen. 20. bis 26.02.2023. Denkt da bitte immer daran, dass es ist eine Kollektivlegung. Sie kann nicht auf jeden zutreffen. Ja? Es wäre sehr schön, wenn ihr meinen Kanal abonniert, dieses Video liked und kommentiert, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hatte jetzt ein paar Tage eine Zwangspause einlegen müssen. Das habt ihr bestimmt gemerkt. Ja, aber manchmal ist das so. So. Oh je. Na, da gucken wir mal. Die Münze des Untergangs. Ich hätte jetzt bitte gerne mal eine Klärungskarte dazu. Nicht gleich abschalten, meine Lieben. Ja, so. Na, ich ziehe euch nochmal eine Persönlichkeitskarte mit eurer persönlichen Energie und dann fangen wir an. Ah, Karma. Okay, meine Lieben, wir fangen mal mit deiner Karte an, ja? Also Karma. Für die kommende Woche, 20. bis 26.02. Wut und aufbrausendes Verhalten bringen dich an dieser Stelle nicht weiter. Lerne, dich zu distanzieren und das Leben wird so viel leichter für dich werden. Ja, hier gibt es einen Zustand. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das ist ein Zustand in finanzieller Hinsicht oder der mit deinen Finanzen zu tun hat. Denn wir haben hier nämlich die Münze des Untergangs, finanzielle Schwierigkeiten, Ersparnisse aufgebraucht oder ausgegeben, Kredite, Ratenzahlungen, Geldverlust, Arbeitslosigkeit, Insolvenz, Pleite, Untergang, Ruin. Ja, also eine nicht so tolle Karte, aber wie gesagt, es hat was mit Annahme zu tun. Du wirst hier aus dieser Situation, wirst du hier eine Möglichkeit finden dürfen, um hier wieder rauszukommen. Also schau mal genau hin, was dieser Zustand dazu geführt hat, dass du in dieser Situation warst. Zum Beispiel, angenommen, du kriegst eine Heizkostenabrechnung. Hast du genug vorher eingezahlt? Ja, wenn du eine große Nachzahlung hast, scheinbar nicht. So, hast du dein Verhalten reduziert? Bei einer großen Nachzahlung? Scheinbar nicht. So, also das sind viele Dinge, wo wir in der jetzigen Zeit, wo ich auch auf viel Protest stoße. Aber meine Lieben, ich kann euch eins sagen und es ist so klar wie das Amen in der Kirche. Wenn wir uns nicht verändern, wir können das, dass uns etwas auferlegt wird, was wir letztendlich nicht wirklich wollen, können wir aber aktuell nicht verändern oder können wir verhindern. Das Einzige, was wir können protestieren, wir können wütend sein, zornig sein, keine Frage. Es bringt uns aber nicht weiter. Und das ist genau das, was hiermit gemeint ist. Ja? Also dein Verhalten, deine Wut, dein Zorn, dein Groll bringen dich hier nicht weiter, sondern du darfst hier Möglichkeiten suchen und finden, ja, wie du hier aus diesem Schlamassel wieder rauskommst. Und wir haben den magischen Fluss. Ja, wir haben hier die 8 ist die Quersumme 9. Hier möchte etwas in die Beendung kommen. Also auch dieses, ich bin wütend, dass ich nicht genügend Geld habe, dass es mir mangelt. Okay, dann gucke, was kannst du tun, um diesen Zustand zu verändern.
Und ich kann euch eins sagen, ich weiß, es wird euch nicht gefallen, aber wir dürfen uns alle ein Stück weit verändern. Ja, wir dürfen alle ein Stück weit den Gürtel enger schnallen. Also ich sag mal so, bevor ich meinem Kind kein Essen kaufen kann, weil ich mir, weiß ich nicht, lieber Pullover kaufe oder irgendwelche Klamotten, damit ich in der High Society mitgehen kann, ja, dann bleibe ich lieber der High Society, bleibe ich lieber fern und kaufe meinem Kind was zu essen zum Beispiel. Werden jetzt einige von euch sagen, das ist ja wohl selbstverständlich. Ja, nee, ist es nicht. Denn wenn ihr eine riesengroße Heizkostenabrechnung habt zum Beispiel, ja, und ihr habt euer Verhalten nicht im Vorfeld verändert, das heißt entweder mehr eingezahlt oder ihr habt euer Heizverhalten reduziert, dann ist es kein Wunder. Also egal, in welche Richtung wir gehen, im Moment ist es halt ein bisschen knatschig. So. Und wir dürfen mit der Münze des Untergangs, jetzt in der kommenden Woche, könnte es finanzielle Schwierigkeiten geben für die Leute, die hier eventuell sich nicht eingeschränkt haben. Oder wenn es um eine Arbeitslosigkeit geht, dann sehe ich es dahingehend sehr positiv, weil etwas Besseres auf dich zukommen möchte. In dem ersten Moment sieht man es erstmal nicht so. Da ist man vielleicht wütend und sagt, boah, das geht gar nicht jetzt und wie soll ich denn das alles schaffen? Aber da entwickelt sich etwas Positives draus. Weil wir haben nämlich hier hinten, haben wir beim Untergang der Münze, haben wir ja die Sonne. So. Das heißt, die lichtvolle geistige Welt, die positive Energie ist ja immer da, ein Stück weit. Wir gucken jetzt mal, was die kommende Woche, was hier passieren soll. Königin der Schwerter, zwei der Stäbe. Der Magier, sehr schön. Drei der Münzen. Der Turm. Tada! So, dann haben wir Ritter der Münzen. Wundert euch nicht, dass mein Hund, der öffnet allein die Türen. Und dann noch eine Karte. Also ich kann euch schon mal sagen, es wird alles nicht so heiß gegessen wie gekocht. Und wir haben einen Ritter der Schwerter. So. Die Hauptenergie ist der Bube der Münzen. Ja, du fängst finanziell nochmal ganz klein an. Du fängst etwas Neues an. Du wirst in dieser Woche einen Schicksalsschlag erleben. Wir haben den Turm mit dabei. Was dazu führen wird, dass aufgrund entweder einer finanziellen Schwierigkeit, einer Arbeitslosigkeit, einer Insolvenz, Verlust von Finanzen, egal was, wirst du hier etwas regeln. Du wirst eine Möglichkeit finden. Und deswegen sage ich, das ist gar nicht so negativ, sondern einfach mal zuhören. Ja. Und ich sage mal so, du wirst hier, und es ist ja meistens so, aus dem größten Mangel heraus, findet man die unfassbarsten Möglichkeiten, ja? Also du startest hier die Woche mit der Königin der Schwerter und das ist auch das. Die Königin der Schwerter ist das, was ich hier auch am Ende sehe mit dem Ritter der Schwerter. Die Königin der Schwerter ist eine Luftenergie, da sehe ich dich drinnen. Du bist erstmal sehr direkt, du bist hier sehr, da haben wir die Wut, das aufbrausende Verhalten drinnen. Ja, du bist erstmal hier, du hast erstmal wirklich einen Zappen, ja? So sehe ich dich hier. Dir gefällt hier etwas nicht. Du weißt eventuell nicht, wie es weitergehen soll. Du bist genervt. Ja. Aber, meine Lieben, ich sag's ja, das führt zu eurem großen Glück. Ja? Du kannst direkt etwas sagen, wenn dir etwas nicht gefällt. Natürlich, klar, aber achte bitte immer auf deine Energie. Ja? Du darfst dich lernen zu distanzieren und das wird hier zu deinem größten Glück führen oder zu einem großen Glück führen, dass du dich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen reduzierst in deiner Emotion, ja? Also immer nur die Emotion rauslassen ist nicht so das Positivste an der Sache. Also da bitte ich dich, schau genau hin, gucke dahin, wo es weh tut, weil da wirst du dann mit dem Untergang wirst du eine Möglichkeit finden, wie du weitergehen kannst. Du wirst Dienstag aber erstmal sagen, ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht.
Vielleicht tut dir das auch erstmal ganz gut am Montag, wenn du erstmal wütend bist und wenn du erstmal deine Laune rauslässt und wenn du sagst, ich habe so die SCH voll, ich habe keinen Bock mehr da drauf, ich weiß es nicht, ja, so. Und dann kommst du Dienstag und sagst, ja, und jetzt bin ich aber immer noch nicht viel weiter wie Montag, weil ich habe keine Ahnung, wie soll es denn weitergehen? Du bist abwartend, ne? Du weißt nicht wirklich, was du tun sollst. Das ist, du hast das Gefühl, das ist alles so fern, das ist alles gar nicht bei dir. Es könnte ja auch zum Beispiel die Arbeitslosigkeit sein, ja? Wir haben ja durch die Münze des Untergangs haben wir aber auch hier durch die ferne Horizonte den Anker. Wir haben also auch hier nicht nur die Finanzen, sondern wir haben hier auch die Berufung oder deinen Beruf. Und es könnte sein, dass du hier wirklich sagst, was soll ich beruflich machen? Ich habe zum Beispiel nur das und das gelernt. Ich weiß es nicht, ja, dass du dir erstmal wirklich arge Gedanken machst, wie es hier weitergehen soll. Und dann, tara, kommt am Mittwoch der Magier um die Ecke. Das ist eine Energie, wo dir die lichtvolle geistige Welt sagt, hey, hör mal, ja, du kannst wütend sein, du kannst auch nicht wissend sein, was auch immer du willst, ja, aber wir haben hier Möglichkeiten für dich und wir sagen dir, dass du alle Möglichkeiten hast, letztendlich. Alles, was du brauchst, hast du schon. Und wir haben, und ich gehe jetzt mal weiter, wir haben hier die 1 für Neuanfang, wir haben 9 und 1 sind 10, ja, das ist also, hier möchte etwas abgeschlossen werden. Du sollst neue Möglichkeiten finden, um das Alte zu verlassen, um hier etwas Neues aufzubauen. Und da wirst du am Mittwoch daran arbeiten. Du wirst darüber nachdenken. Du wirst sagen, was kann ich noch, außer das, was ich vorher gemacht habe. Und der Magier könnte zum Beispiel auch ein guter Herr sein, der hier auf dich zukommt. Der dir zum Beispiel sagt, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Du bist arbeitslos, okay, du hast Geldverlust, du bist wütend, du hast das, du hast das, du hast das, du hast Insolvenz, du hast keine Ahnung. Ich habe hier eine Möglichkeit für dich. Willst du neu anfangen? Ich habe hier eine Idee. Ja, machst du mit? Willst du mitmachen? Ich besorge dir einen Job. Ich habe hier eine Stelle frei, wie auch immer. Irgendwas in dem Sinne oder jemand, der dir einen Kredit gibt. Irgendwas ist hier, wo du jemand durch eine dritte Person hier einen Neuanfang machen kannst. Und eventuell arbeitest du hier sozusagen im Team. Ja, du könnte sein, dass du hier einen neuen Job anfängst, dass dieser Mensch dir einen neuen Arbeitsplatz gibt zum Beispiel und dass du jetzt anfängst, im Team zu arbeiten. Mit 3 der Münzen, das ist die Teamarbeit, ja. Da arbeitest du mit mehreren zusammen. Vielleicht bist du halt, hat deine Selbstständigkeit nicht mehr funktioniert und dann kommt jemand und sagt, pass mal auf, was hältst du davon? Ich gebe dir hier ein Jobangebot, ne? Dann bist du nicht zu Hause und hängst nicht rum, sondern dann kannst du halt was tun, so. Ja, und dann kommt das unverhoffte Geld auf einmal. Also ihr seht schon, diese Legung, die erstmal so gruselig angefangen hat, die ist echt, die entwickelt sich, ne? Merkt ihr das? Und es gibt immer Möglichkeiten. Wenn du willst, bekommst du immer einen Job. Wenn du willst, bekommst du immer Möglichkeiten. Wenn du willst, dann werden dir immer Menschen geschickt in dein Leben. Ich sehe es nicht anders in dieser Zeit, weil wir momentan einfach, das ganze Arbeitsleben wird umgewendet, sag, was du willst, es ist Chaos, ja, aber aus dem größten Chaos und der größten Pleite entsteht das Genialste, was es gibt, so, und wenn alles immer stimmen würde, würden wir uns auch nicht verändern, ganz einfach, so, und du wirst hier durch eine Arbeit, durch eine Möglichkeit, die du bekommst, ja, wirst du hier unverhofftes Geld bekommen, so, und dann haben wir den Turm. Tara, der Turm ist eine schicksalshafte Fügung, die dich hier ereilen wird. Am Freitag in Bezug auf die Arbeit. Ja, so. Also du wirst hier Mühe und Arbeit nicht scheuen, um hier in den Turm zu schauen, um zu schauen, okay, was hat dafür gesorgt, dass ich in die Pleite eventuell gerannt bin, dass ich eine Arbeit verloren habe. Du wirst hier dir die Arbeit und die Mühe machen, um zu verstehen, der Turm, oh mein Gott, ist ja für viele sehr gruselig, aber nee, ist er nicht, weil wenn ihr euch mit dem Turm beschäftigt, dann werdet ihr merken, wow, der Turm, guckt mal. Guckt euch mal bitte genau den Turm an. Der sprengt ja alles, ne? Das heißt, es werden alles Energien, Menschen, Situationen von euch genommen, die euch nicht mehr dienlich sind. Und du wirst dir die Arbeit machen und du wirst dich da hinstellen und wirst sagen, okay, ich mache mir die Arbeit und die Mühe und ich gucke mir dieses Drama an. Ja, weil es ist für mich ein positives Schicksal. Es ist für mich ein positiver Schicksalsschlag, der hier auf mich zukommt. So, und dann kommt jemand mit einem Angebot, eventuell bittet jemand dich um Verzeihung, das kann es sein,
Oder aber es kommt jemand auf dich zu und sagt, du, hör mal zu, ich hätte hier ein Angebot für dich. Und dann kannst du immer noch entscheiden. Es ist ein Geschenk. Ja, hier, seht ihr? Guckt mal, wie das passt. Also ich denke mal, es wird hier eher eine Entschuldigung sein. So nach dem Motto, vielleicht wurdest du falsch beraten mit der Bank, falsch finanziert. Oder die Kündigung, die wird wieder zurückgenommen. Oder du hast hier etwas, was dir passiert ist, wo dir der Kredit gekündigt worden ist, weil, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Gründen du nicht gleich zahlen konntest, weil dieserjenige deine Rechnung nicht zahlen konnte, du konntest den Kredit nicht zahlen, irgendwas. Es ist so eine Kettenreaktion. Und es könnte sein, dass derjenige hier kommt und seinen Schulden begleicht und sich bei dir entschuldigt. Also es wird sich letztendlich für dich lichtvoll wieder entwickeln. Egal wie auch immer, es wird aus dem Untergang der Münze, aus finanziellen Schwierigkeiten, dass du keine Ersparnis mehr hast, dann bekommst du ein Jobangebot, du bekommst Möglichkeiten, vielleicht leiht dir auch jemand Geld. Also du kommst hier definitiv nächste Woche lichtvoll aus dieser Geschichte raus, möchte ich dir damit nur sagen. Ja, es hat schon katastrophal angefangen, aber es wird sich lichten. Es wird am Ende des Tunnels, das ist der magische Fluss, ja. Es wird sich etwas Positives für dich entwickeln. Es wird etwas zum Abschluss kommen. Es sollte so sein. Und du wirst hier in der Energie vom Ritter der Schwerter sein. Das heißt, du wirst direkt vorangehen. Du wirst dich hier nicht mehr aufhalten lassen. Ja, vielleicht weil dieser jemand seine Schulden bei dir bezahlt und du dann vielleicht an die Bank deine Verbindlichkeiten zahlen kannst. Da rennst du wie so ein Ritter direkt voran und machst die Einzahlung. Oder ja, also ihr wisst, was ich meine. Ja, also es wird auf jeden Fall positiv werden und du wirst neue Wege im Bereich Berufung, Finanzen wirst du einschlagen. Ja, du weißt, dass du es mit einer falschen Person zu tun hattest. Ja, du weißt definitiv, dass du es mit einer falschen Person zu tun hattest. Eventuell rennst du von dieser falschen Person auch weg und sagst, ich habe kein Interesse mehr, mit dir zu kooperieren, mit dir zu diskutieren, mit dir zu reden, ja. Es könnte auch sein, dass diese Person, die hier auf dich zukommt und sich entschuldigen will, dass das diese falsche Person ist, ja. Dass du jetzt sagst, nö, also mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Du hast mich hier in die größte SCH geritten, die es hier gibt und ich habe da keine Lust mehr drauf. Und wir haben es hier mit deiner Hauptperson zu tun. Diese Hauptperson, mit der du es hier zu tun hast, die wird dir helfen, hier einen Neustart zu machen. Ja, also die ist auch mit an deiner Seite. Du hast es hier mit zwei Personen zu tun. Einerseits eine Person, die dir einen neuen Job geben könnte, die dir einen Neuanfang bei einem Neuanfang behilflich ist. Und dann hast du aber hier noch deinen Partner mit an deiner Seite, der dir sozusagen, dadurch, dass du finanziell neu anfängst, dir ein bisschen Unterstützung gibt. Ja? Also es ist, wie gesagt, es sind verschiedene Möglichkeiten. Gucke mal bitte in die Möglichkeiten rein. Spätestens wenn der Turmsturz in der Woche kommt, wirst du sehen und wirst du verstehen, was die falsche Person hier in deinem Leben bewirkt hat. Wir treffen uns immer mit Menschen, von denen wir was lernen sollen, wo wir eine Erfahrung machen wollen, ja? Und darum geht es letztendlich. Ich ziehe euch jetzt aber trotzdem nochmal in Kraft hier für diese Woche, weil die Legung halt wirklich schon ein bisschen spooky ist. Ja, wunderbar. Ihr habt die Ratte. Charisma. Eine Zeit des Aufbruchs und des Neuanfangs steht bevor. Ja, meine Lieben, und das ist genau das, was die Woche auch präsentiert. Du wirst definitiv einen Neuanfang machen. Der Turm sei gegrüßt, ja, freu dich auf den Turm. Du wirst das Beste, was du tun kannst, schau in den Turm rein, schau in die Situation. Warum hast du hier diesen finanziellen Untergang sozusagen, egal in welcher Art und Weise, ob du einen Job verloren hast, ob du finanzielle Schwierigkeiten hast, egal wie auch immer, schau da rein bitte. Schau da rein, warum du da in diese Situation gekommen bist. Wenn du nicht schaust, wirst du es nicht verstehen. Ja, ich kann dir nur sagen, dass die Hilfe von außen kommt, ja, weil du ein Mensch bist, den man kennt. Du bist beliebt, du bist jetzt nicht irgendjemand, sondern du wirst definitiv die Hilfe bekommen, die du brauchst. Ja, du hast dein entsprechendes Charisma. Es ist auch die Zeit des Aufbruchs, es sollte auch so sein. Also wenn du sagst, oh mein Gott, jetzt bricht gerade das ganze Kartenhaus über mich zusammen,
dann finde Möglichkeiten, aber es soll so sein. Ja, das ist das, was ich dir sagen kann für die kommende Woche. Ich wünsche euch alles Liebe, meine Lieben. Und es ist immer Licht am Ende des Tunnels. Es ist nur eine Frage, wie ihr es seht. In diesem Sinne, alles Liebe.